Also drei Probleme, die Übersetzungsproblematik, die Problematik des Erkennens und dann haben wir immer noch die Problematik der Signalverarbeitung. Wir haben uns ja jetzt mit Signalverarbeitung beschäftigt. Die Vorverarbeitung, die wir kennengelernt haben, macht letztendlich nur das Samplen, also Abtasten, dann das Konvertieren, also Falten, um die Systeme jeweils entsprechend ausrechnen zu können und dann die Fourier-Analyse, die es uns erlaubt, einen Koeffizienten zu produzieren, mit dem wir dann rechnen und klassifizieren können. Ein großes Problem in diesen ganzen Aufgaben ist natürlich, um das hier ein bisschen zu motivieren, dass ich hier aussehe wie ein Weihnachtsbaum, ist die Tatsache, dass wir sehr oft auch in der Akustik immer noch große Probleme haben. Nämlich das, was wir hier so treiben, dass wir das Signal hier aufnehmen, transkribieren, übersetzen, ist dadurch vereinfacht, dass ich ein Mikrofon trage, das direkt hier vor meinem Mund sitzt. Das heißt, wir vermeiden alle Störgeräusche, die im Raum sind und vor allem das besonders Schwierige heute noch in der Sprachverarbeitung ist die Verhallung eines Raumes. Also das hatte ich vielleicht schon mal erwähnt. Wenn ein Signal in einem Hörsaal sozusagen hin und her dopst, bedeutet das ja, dass ihr das Signal, das bei Ihnen hinten am Ohr ankommt, in der letzten Reihe, letztendlich die Mischung ist von dem ursprünglichen Signal, das ich gesprochen habe, und die Reflexionen meines Signals, die dann irgendwann mal später an Ihrem Ohr ankommen. Das führt dazu, dass wenn Sie sich das Spektrum anschauen, eines Signals, das hinten ankommt, ist das Spektrum verschmiert. Das Spektrum hier vorne ist ein schönes Spektrum und wir werden die uns also anschauen, wohingegen das, was dann nachher nach Verhallung ankommt, ist richtig gehend verschmiert, wie wenn jemand mit einem Schwamm drüber geht. Und diese Verhallung ist heute noch ein Problem, die produziert anscheinend für uns Menschen keine Probleme, denn sie können in der letzten Reihe sitzen und das genauso gut hören wie hier vorne. Und nichtsdestotrotz ist für uns unsere Maschinen das eine Schwierigkeit, weil das Spektrum natürlich anders aussieht, als wie wir das trainiert haben. Auch hier gibt es Forschungsaufgaben. Wir haben derzeit eine Masterarbeit laufen, an dem ist ein eigentlich altes Thema, das aber immer noch nicht gelöst ist. Nun, all diese Sachen führen dazu, dass wir uns also nach wie vor auch noch in der Akustik auf der Ebene mit diesen Sachen beschäftigen. Wir untersuchen das teilweise, um auch das User-Interface einfacher zu machen, mit unterschiedlichen Mikrofonen, unterschiedlichen Aufnahmegeräten. Und aus dem Grunde machen wir hier auch immer wieder Tests, dass ich dann also drei Mikrofone trage und wir die dann jeweils vergleichen können. Okay, also nutzen Sie das, geben Sie uns Feedback. Wir haben dann, und das wird Sie vielleicht interessieren, auch eine zweite Variante. Das, was Sie jetzt im Hörsaal sehen, ist die simultane Transkription und Übersetzung. Die hat natürlich die besondere Schwierigkeit, dass sie schnell gehen muss. Sie müssen die Übersetzung ja rausbekommen mit wenig Delay, mit wenig Verschiebung. Das heißt, Sie wollen, dass die Übersetzung kurz nachdem ich sie gesprochen habe, rauskommt. Sonst verlieren Sie den Kontext. Und das ist natürlich schwierig, gerade besonders im Deutschen, weil im Deutschen müssen Sie manchmal lange warten, bis das Verb endlich kommt. Und Sie müssen aber, um die Übersetzung sich anzuschauen, die Übersetzung schon viel früher sehen, damit sie überhaupt mitkommen. Also auch hier kleine parenthetisches Beispiel. Wenn ich sage, ich schlage Ihnen einen Termin am Dienstag Nachmittag, um eine Besprechung über die Themen der kognitive Systeme Vorlesung, die Herr Dillmann und ich hält, vor. Die von Ihnen Deutsch gelernt haben, wissen, wie verrückt das ist im Deutschen. Denn ich sage, ich schlage vor. Schlagen ist to beat, to hit somebody. Ja, das, und wir wollen natürlich, dass wenn der Übersetzer jetzt sagt, I hit you for Tuesday in the afternoon und so weiter, ist das nicht unbedingt das, was wir wollen. Das heißt, ein Übersetzungssystem, das in Low Latency arbeitet, muss also frühzeitig schon entscheiden, dass es hier sich nicht um Verschlagen handelt, sondern um Vorschlagen von Terminen. Und das würde sich natürlich nicht als Beat oder Hit übersetzen, sondern als Propose oder Propose a Date. Okay, also all das ist natürlich schwierig für Online-Übersetzung. Wir haben aber für Sie auch ein Offline-System und das ist das, was jetzt eigentlich auch auf dem System schon laufen sollte. Wir basteln dann noch mit dem Interface rum, dass es besser und einfacher für Sie ist. Aber das Offline-System hat den Vorteil, dass Sie nach der Vorlesung, also wenn Sie nach Hause gehen oder fürs Studium sich vorbereiten, werden wir Ihnen anbieten, die Aufnahme, die Übersetzung, die Transkription und die Folien. Das heißt, Sie können sich das dann sozusagen wie einen Film nochmal anschauen, dass Sie sich die Vorlesung anhören können, die Folien, die dazu vorgestellt worden sind, anschauen können
und dann auch die Transkription und die Übersetzung. Das heißt, Sie können dann nach Wörtern in der Transkription suchen und bestimmte Teile, wenn Sie jetzt irgendwie sagen wollten, wo wurde Faltung erklärt, dann sollte es Ihnen die Suche helfen, das Stück in der Vorlesung zu finden, wo das in der Vorlesung erläutert worden ist. Schauen Sie sich das also auch an, ist dann ein Studienhilfstool auch für die, die nicht Probleme im Deutschen haben, dass sie eben dann in der Vorlesung selber rumsuchen können und sich dann auch im Nachhinein auf die Klausur vorbereiten oder auch auf die Aufgaben vorbereiten können. Für die, die mit der deutschen Sprache Schwierigkeiten haben, würde ich mich freuen, wenn Sie das auch benutzen offline, denn wir wollen hier dann, das sollte jetzt auch in den nächsten Tagen oder Wochen online sein, ein Tool anbieten, wo wir dann auch Fehler, wenn das System Fehler macht, dass wir Ihnen dann die Möglichkeit geben, die zu korrigieren. Dadurch können Sie uns natürlich helfen. Manchmal macht das System Fehler, besonders wenn Fachwörter erscheinen oder wenn ich mitten in der Vorlesung auf Englisch umschalte zum Beispiel oder wenn ich huste oder viele Ums produziere, dann erschwert das natürlich die Transkription und Übersetzung. In solchen Fällen, kleine Verbesserungen würde uns enorm helfen, weil unsere Programme von diesen Verbesserungen dann lernen. Okay, also schauen Sie es mal an. Also gerade für die, die ausländische Studierende sind, ist natürlich auch die Hoffnung, dass Sie dann zum Beispiel anschauen können, die deutsche und die englische Variante, dass man die vergleicht und hoffentlich auch zum Lernen von Deutsch das Ganze nachher dienlich ist. Okay, zurück zum eigentlichen Thema der heutigen Vorlesung. Wir beschäftigen uns also ja jetzt mit Klassifikation. Und das Erste, was wir am Ende der letzten Vorlesung kennengelernt haben, oder uns angeschaut haben, ist die statistische Klassifikation oder statistische Verfahren, zunächst mal parametrisch und dann unparametrisch. Das heißt, wir schauen uns zunächst mal an, dass wir uns die Verteilung von Daten angucken. Das heißt, wir haben also Punkte in einer Trainingsdatenbasis, die gelabelt sind. Das heißt, es sind Punkte, deren Klasse wir kennen. Das heißt, wir haben ein Merkmal, in diesem Fall Einkommen, und wir wissen, dass für verschiedene Fälle, die wir in der Vergangenheit hatten, die Merkmale entweder, also die Punkte sind jeweils Fälle, bei denen mit einem bestimmten Merkmal jemand kreditwürdig oder nicht kreditwürdig war. Das war unser Beispiel. Bei parametrischen Ansätzen versuchen wir jetzt nun diese Verteilung mit einer parametrischen Annahme uns zu beschreiben, also zum Beispiel Gauss-Verteilung und aber als zweites auch nicht parametrische Ansätze uns anschauen. Okay, Bayes Decision Theory, das hatten wir am Ende der letzten Vorlesung ganz kurz schon angerissen. Das ist sozusagen die fundamentale Art und Weise, mit der man über das nachdenken kann, nämlich dass uns bei der Klassifikation interessiert, also später beim maschinellen Lernen übrigens, interessiert uns auch nicht nur noch Klassifikation, sondern vielleicht auch Prädiktion und Funktionsapproximation und all diesen Aufgaben haben wir am Ende immer wieder lernende Systeme und wie wir die dann bauen, das werden wir uns gleich anschauen. Nun, bei der Klassifikation dreht es sich darum, eine Klasse zu finden, die die wahrscheinlichste ist. Das heißt, ich will in einer Welt, die ambig ist, also in unserem Beispiel mit dem Spirit is willing, but the flesh is weak, da haben wir zum Beispiel ein Beispiel eines Wortes in der Übersetzung, wo Sie lachen über den Witz oder über diese Situation. Warum? Weil wir etwas Unwahrscheinliches ausgedrückt haben oder etwas Wahrscheinliches vielleicht uns als Menschen gedacht haben, gegeben der Kontext. Also wenn wir den Kontext als Menschen kennen, dann versuchen wir die wahrscheinlichste Interpretation eines Signals jeweils immer zu finden. Und in diesem Ansatz tun wir das auch, nämlich, dass wir sagen, die Wahrscheinlichkeit für eine Klasse, gegeben der Merkmalsvektor oder die Merkmale, das ist das, was wir suchen, damit wir unter den Klassen Omega J die wahrscheinlichste aussuchen. Also am Ende werden wir den Argmax unter diesen Wahrscheinlichkeiten jeweils suchen, damit wir die wahrscheinlichste Klasse J dann als das Klassifikationsergebnis extrahieren können. Wir schreiben das um nach Bayes-Regel, das heißt, die a posteriori Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, die wir tatsächlich suchen, können wir jetzt nun schreiben als die klassenbedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung mal der a priori Wahrscheinlichkeit durch die Datenverteilung. Nun, wenn wir hier runtergehen, und das hatten wir am Ende der Vorlesung schon angeschaut, dann sehen wir, dass das hier oben, wenn wir die wahrscheinlichste Klasse suchen, sich ja nicht ändert. Also wenn ich ein Signal habe,
dann suche ich für alle Klassen die Wahrscheinlichkeit und dann bestimme ich die wahrscheinlichste unter denen. Das heißt, ich maximiere über alle Omega J, über alle Klassen Omega J. Und dieses P von X, die Verteilung, ist unabhängig von diesen Klassen Omega. Das heißt, sie ist konstant während dieser Maximierung oder konstant über die unterschiedlichen Klassen. Das heißt, besonders interessiert uns daher in diesem ganzen Klassifikationsansatz oder in der Klassifikationsaufgabe die a priori Wahrscheinlichkeit, nämlich die Wahrscheinlichkeit der Klasse ganz ohne Beobachtungen und dann die a posteriori Wahrscheinlichkeit nach den Beobachtungen. Und das, was uns von dem einen in das andere führt, sind die klassenbedingten Wahrscheinlichkeitsverteilungen P von X gegen Omega J. Und die schauen wir uns jetzt also an. Nun, was wir versuchen dann zu tun, ist eine Klassifikation durchzuführen, dadurch, dass wir sagen, der Fehler ist dann minimiert, wenn die a posteriori Wahrscheinlichkeit der Klasse 1, und wir uns für die Klasse Omega 2 entscheiden, aber die Wahrscheinlichkeit der Klasse 1 und die Klasse 2, wenn wir uns anders entscheiden. Das heißt, wir machen dann immer Fehler, wenn wir uns für die eine Klasse entscheiden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit die andere Klasse tatsächlich vorlag, dann machen wir Fehler. Minimiert wird er, wenn wir uns dann immer für die eine oder andere Klasse entscheiden, wenn deren Wahrscheinlichkeit die größere ist. Das heißt, wir entscheiden uns für Klasse Omega 1, wenn die a posteriori Wahrscheinlichkeit der Klasse 1 gegeben die Beobachtungen größer ist als die der Klasse 2. Und umgekehrt natürlich auch. Nun können wir einsetzen, die Bayes-Regel, die wir gerade kennengelernt haben, dass wir eben für das Omega 1 uns entscheiden, wenn die a posteriori Wahrscheinlichkeit die größere ist. Jetzt setzen wir hierfür ein die klassenbedingte Wahrscheinlichkeit mal der Wahrscheinlichkeit, a priori Wahrscheinlichkeit P Omega J. Also wir setzen das hier oben hier ein. Und wir entscheiden uns für dieses Omega 1, wenn dieser Ausdruck größer ist als der für die zweite Klasse. Und wir sehen hier, dass im Nenner nicht mehr P von X steht, weil das natürlich rausgekürzt wird. Auf beiden Seiten ist dasselbe. Das heißt, wir können das wegkürzen und uns nur noch mit diesen beiden Ausdrücken beschäftigen. Im Mehrklassenfall, also wenn ich jetzt nicht nur kreditwürdig oder nicht kreditwürdig entscheiden will, sondern ich will meinetwegen Gesichter erkennen. Und jetzt habe ich 100 Gesichter, 1000 Gesichter und die sind jeweils alle eine Klasse. Dann habe ich natürlich mehr als nur eine Klasse und muss mich in einem Mehrkategorienfall mit der Möglichkeit mehrerer Klassen auseinandersetzen. Und das funktioniert aber ganz analog, nämlich dass wir sagen, wir entscheiden uns für die Klasse Omega I, deren a posteriori Wahrscheinlichkeit P von Omega I gegeben X größer ist als alle P von Omega J gegeben X für alle J ungleich I. Also mit anderen Worten, wir haben 10 Klassen meinetwegen, dann bestimmen wir die a posteriori Wahrscheinlichkeit für jede dieser Klassen und wählen dann die größte aus. Wir maximieren einfach über alle diese Klassen. Und auch dann können wir natürlich das einsetzen hier, dass wir eben die klassenbedingte und die a priori berechnen und das dann für alle Klassen jeweils bestimmen und dann den argmax bilden. Nun, im Zweiklassenfall sieht das jetzt erstmal so aus, wenn wir uns eine Klasse, zwei Klassen anschauen. Wir hätten jetzt als Beispiel eine Verteilung für die Klasse Omega 1 und Omega 2. Dann haben wir die a priori Wahrscheinlichkeit 1/3 und 2/3. Jetzt, wenn wir entsprechend gewichten, dann hätten wir hier, müssten wir das mal 1/3 multiplizieren, diese zweite Verteilung mit 2/3. Und wenn wir das sehen, dann würde natürlich auch die Überlappung entsprechend verrutschen. Wenn wir das Ganze normieren durch die tatsächliche Verteilung der Daten und die wirkliche a posteriori Wahrscheinlichkeit berechnen, dann bekommen wir eine Kurve, die dann so aussieht, nämlich die a posteriori Wahrscheinlichkeit für Omega 1 gegeben x und die a posteriori Wahrscheinlichkeit Omega 2 gegeben x, die sich entsprechend bewegen und verändern als Funktion der Variable oder als Funktion des Merkmals x. Wenn ich also nun das Merkmal x größer mache, dann wird die a posteriori Wahrscheinlichkeit in diesem Fall größer und wir sehen, dass sie sich an einem Punkt überschneidet. Das ist mein Entscheidungsschwellwert, mein Entscheidungsthreshold, an dem ich dann mich für die eine oder andere Klasse entscheide. Das heißt also, von hier bis da
entscheide ich mich für die Klasse Omega 1, weil deren Aposteriori-Wahrscheinlichkeit die größere ist. Und danach entscheide ich mich für die Klasse Omega 2, weil deren Aposteriori-Wahrscheinlichkeit die größere ist. Ich schalte also um und entscheide mich für die andere Klasse. Okay. Nun, das andere, was wir jetzt nun sagen, wir haben schon festgestellt, was uns ja eigentlich interessiert, ist das Maximieren über die Klassen. Das heißt, alles, was ich tun kann für diesen Ausdruck der Klassenbedingten und der A priori, die nicht meine Größenverhältnisse verändern, kann ich durchaus durchführen, ohne dass mein Klassifikator sich verändert. Nämlich, ich kann eine Diskriminierungsfunktion mir vorstellen oder entwickeln, die dann einfach sagt, ich entscheide mich für die Klasse Omega 1, solange diese Diskriminierungsfunktion für die Klasse I größer ist als alle anderen Diskriminierungsfunktionen für alle anderen Klassen J, für alle J ungleich I. Das heißt, das wäre dasselbe wie vorher auch und wir können es auch gleichsetzen. Wir können diese Diskriminierungsfunktion gleichsetzen mit der A posteriori Wahrscheinlichkeit, die wir schon kennengelernt haben. Nur, dass wir diese jetzt nun auch verändern können und daraus andere Scores heraus extrahieren, die nicht mehr unbedingt Wahrscheinlichkeiten sind. Unter anderem können wir den Nenner weglassen. Wir haben ja schon festgestellt, der Nenner ist unabhängig von Omega. Das heißt, für die Klassifikation ist er nicht relevant. Wir können ihn also daher einfach weglassen. Gi von x verändert sich dann einfach nur noch in die Klassenbedingte mal der A priori. Wir können auch den Logarithmus ziehen. Der Logarithmus verändert die Größenverhältnisse unter den Klassen nicht. Wenn ich also den Logarithmus hier ziehe, dann ist das zwar nicht mehr eine Wahrscheinlichkeit wie vorher auch, der Wahrscheinlichkeitsverteilung, sondern wir haben jetzt den logarithmierten Wahrscheinlichkeitsverteilung plus die logarithmierte A priori Wahrscheinlichkeit. Aber als Diskriminierungsfunktion, die ich unter den Klassen vergleichen kann, ist diese Funktion immer noch gültig oder immer noch dasselbe als Diskriminierungsfunktion. Das heißt, wir haben jetzt also hier eine neue Ableitung, nämlich dass wir den Logarithmus der Klassenbedingte plus den Logarithmus der A priori ist also immer noch eine Diskriminierungsfunktion, die streng richtig ist nach Bayes, allerdings jetzt nicht mehr eine Wahrscheinlichkeit ist. Das heißt, das sind jetzt Scores. Und diese Scores sind sehr nützlich. In vielen tatsächlichen Klassifikationsaufgaben macht man es in der Tat mit logarithmierten Wahrscheinlichkeiten. Warum? Weil diese logarithmierten Wahrscheinlichkeiten sich gut verhalten, wenn meine Werte sehr klein werden. Also in der Spracherkennung zum Beispiel multiplizieren wir viele Wahrscheinlichkeiten zusammen, sodass die Wahrscheinlichkeiten dann nach dieser Multiplikation sehr, sehr klein werden. Und wenn wir das mit richtigen Wahrscheinlichkeiten machen, haben wir manchmal Underflows in den Berechnungen. Und um das zu vermeiden, macht man sehr oft dann den Logarithmus, damit diese Underflows nicht passieren und wir damit also einen Klassifikator haben, der genauso gut funktioniert, aber dann sich besser rechnen lässt. Okay, nun auch wichtig zu betrachten, dass in dieser allgemeinen Formulierung bei Bayes wir nicht unbedingt Verteilungen haben müssen, die Gauss verteilt sind. Die sind also beliebige Verteilungen, das heißt, wir haben hier zum Beispiel eine bimodale Verteilung für die Klasse Omega 3, also die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Daten gegeben Omega 3 mal P von Omega 3 und hätten so eine bimodale Verteilung. Hier auch eine, die nicht mehr Gauss verteilt ist. Das heißt, diese Verteilungen können beliebige Formen haben und Bayes-Regel arbeitet mit diesen beliebigen Formen. Nun, wenn wir hier klassenbedingte mal a priori, dann sehen wir zum Beispiel auch, dass wir in einem Dreiklassenfall, wo wir immer das Maximum wählen, auch unterschiedliche Regionen haben für dieselbe Klasse. Das heißt, hier die dritte Klasse zum Beispiel ist in zwei Regionen größer als alle anderen Klassen. Das heißt, wir entscheiden uns hier erstmal für die erste, dann entscheiden wir uns für die dritte, dann entscheiden wir uns für die zweite und wieder für die dritte. Das heißt, wir haben zwei Regionen, in denen die Klasse 3 tatsächlich die beste ist. Das heißt, ein Threshold, ein Schwellwert, ist nicht einfach einer, wo ich sage, ab hier ist es das und davor jenes, sondern es gibt nun Entscheidungsregionen, wo ich sage, in dieser Region ist Klasse 1, in der ist 2 und da 3 und so weiter. Das heißt, wir haben also in der allgemeinen Formulierung bei Bayes in der Tat kompliziertere Entscheidungsregionen, als das unser einfaches Beispiel erstmal suggerieren würde. Nun, wie wir das in solchen schwierigeren Fällen tun, damit beschäftigt sich nachher am Ende die ganze
die ganzen Ansätze, die sich mit nichtlinearen Klassifikatoren beschäftigen. Und die, auf die hin werden wir uns dann später noch konzentrieren. Nun sind auch Regionen im multidimensionalen Fall nicht unbedingt einfach Schwellwerte, sondern wie ich schon sagte, Regionen. Wenn ich also zwei Dimensionen habe, denken Sie sich zwei Merkmale, x1, x2, Alter, Einkommen, was auch immer unsere Aufgabe ist, habe ich dann zwei Merkmale und eine Verteilung über diese Merkmale. Und hier sehen wir, dass wenn wir hier so zwei Verteilungen haben, die sehr einfach sind, sehen wir dennoch, dass eine solche Entscheidungsregion nicht mehr einfach eine Linie ist oder eine Trennlinie, sondern in diesem Fall zum Beispiel eine Ellipse, dass wir sagen, okay, innerhalb dieser Ellipse entscheiden wir uns dann für Region für Klasse 2 und in allen anderen Fällen für die andere Klasse. Okay. Nun hatten wir sicherlich schon implizit betrachtet, dass wir jetzt diese a priori Wahrscheinlichkeiten in diesen Fällen brauchen und die klassenbedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung für eine Klasse. Und diese a priori Wahrscheinlichkeit, wie bestimmen wir die? Einfach durch Zählen. Wenn wir jetzt bei unserem Bankbeispiel mit der guten Kredit, schlechten Kredit, wäre das einfach über ganz Deutschland oder ganz Karlsruhe einfach zu bestimmen, wie viele Leute zahlen ihre Kredite zurück oder nicht. Und dann bekommen sie eine Wahrscheinlichkeitstafel oder Liste, die ihnen einfach sagt, 80% oder 90% zahlen die Kredite zurück, die anderen nicht. Das heißt, wir haben ein Bias, ein Vorurteil, eine Voreingenommenheit. Ohne dass wir irgendeine Person betrachten, wissen wir, dass in 90% das schon mal positiv ist oder 80%. Das ist also meine a priori Wahrscheinlichkeit gewichtet schon mal meine Entscheidung in die eine oder andere Richtung, je nach a priori Verteilung, a priori Wahrscheinlichkeit, die wir bestimmen. Nur dieses Bestimmen ist nicht so schwer, da müssen wir einfach in der Historie nachgucken, wie oft war das für Klasse 1, 2 oder 3. Etwas komplizierter ist das mit den Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Das ist ein generatives Modell, wie sich das in Machine Learning oft nennt, nämlich ein Modell, das im Wesentlichen sagt, wenn ich in einer bestimmten Klasse bin, wie sind dann die Daten verteilt? Also wie wäre zum Beispiel das Einkommen verteilt für alle die, die ihre Kredite zurückbezahlen? Oder wie ist das Alter verteilt für alle die, die ihre Kredite zurückbezahlen? Das heißt, ich habe dann Verteilungen für die jeweiligen Klassen. Und die zu bestimmen, ist ein bisschen schwieriger, weil das ist eine Verteilung. Und das, was ich messen kann in meiner Datenbasis, sind ja eher einzelne Daten. Also ich habe einen Wert von einer Person, die den Kredit bezahlt hat, einer Person, die ihn nicht bezahlt hat. Und das ist dann ein Instance, ein Token, ein Wert in meiner Trainingsdatenbasis, aber ich brauche eine Verteilung. Nun kann ich solche Verteilungen produzieren, wenn ich viele Daten sammle und dann sozusagen so einen Scatterplot bekomme oder so einen Datenplot, wo ich sage, ja, so verteilen sich die Daten für über viele. Aber dann komme ich natürlich in das zweite Problem, dass ich erstens mal in der Regel nur begrenzt viele Daten habe. Und dann teilweise auch der Rechenaufwand problematisch wird, wie wir sehen werden. Und dann in vielen Fällen habe ich viele Daten, aber nicht die Labels. Denken Sie an Internetfirmen, wenn man etwas übers Internet macht, dann sammeln natürlich die Provider viele Daten von den Kunden, aber in vielen Fällen sind die eben nicht gelabelt. Da haben wir dann also nicht die Klassenzugehörigkeit. Und dann das andere, was sehr wichtig ist, was sind denn überhaupt die Merkmale? Wir haben jetzt einfach gesagt Einkommen und Alter, aber warum nicht Haarfarbe und Schuhgröße, Angelclub, Membership, keine Ahnung. Alles, was vielleicht irgendwie einen Einfluss haben könnte. Und das ist natürlich dann die ganze Frage, was sind meine Features überhaupt und wie wähle ich die aus? Nun, im ersten Fall, den wir uns anschauen, nehmen wir zunächst mal an, dass meine Verteilung eine parametrische Form hat. Und der Vorteil von einer solchen parametrischen Form ist, dass wenn ich die Daten nun betrachte und ich habe hier so zwei, drei Punkte für die Klasse und ich nehme an, das ist zum Beispiel Gauss verteilt, dann kann ich diese Gauss-Glocke über diese Punkte legen und dann meine ganze Verteilung nur noch mit den Parametern der Gauss-Glocke beschreiben. Und wir wissen, dass das einfach ist, weil eine Gauss-Glocke immer den Mittelwert hat und die Varianz. Und wenn ich das also habe, dann kann ich damit also die Verteilung beschreiben. Und ich kann auch möglicherweise mit weniger Daten auskommen, denn
ich kann ja mit meiner Gauss-Annahme dann mit wenigen Punkten schon diese ganze Verteilung beschreiben. Nun, die Gauss-Verteilung ist daher auch eins der populärsten, vielleicht die hauptbenutzte Verteilung in verschiedenen Varianten, die man hier tatsächlich einsetzt. Die Gauss-Verteilung kennen Sie alle, das ist die Univariate Normal Density oder die Gauss-Verteilung oder die Normalverteilung auf Deutsch. Die ist so ausgedrückt, dass wir hier dieses P von x, unsere Verteilung, P von x, also nochmal im Hinterkopf behalten, wir benutzen jetzt diese Verteilungen als klassenbedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das heißt, wir werden die nachher einsetzen als P von x gegeben Omega i oder gegeben Omega j. Aber um es jetzt nur einfacher uns anzuschauen, was eine Gauss-Verteilung ist, haben wir das Omega j jetzt mal weggelassen. Aber bitte im Hinterkopf behalten, dass wir die dann als klassenbedingte Wahrscheinlichkeitsverteilungen einsetzen werden. Die Gauss-Verteilung hat eben diese 1 durch 2 Pi Wurzel davon mal Sigma, aber dann im Exponenten hat sie diesen Ausdruck, nämlich x minus μ geteilt durch Sigma. Und was ist das? μ ist der Mittelwert und wenn Sie sich eine Gauss-Glocke vorstellen, dann ist das eine Gauss-Glocke, die einen Mittelwert hat, die Ihnen sagt, wo der auf meiner Variablen über meine Variable liegt, wo der Mittelwert ist und das Sigma drückt Ihnen aus, wie breit oder wie dick diese Verteilung ist. Und in dieser Weise können Sie eigentlich beliebige Gauss-Verteilungen dann beschreiben und aus diesem Grunde hat man da auch ein Kürzel dafür, eben Normalverteilung über μ, den Mittelwert, und Sigma Quadrat, der Varianz. Und Sie sehen, dass das die einzigen Parameter sind, die ich hier brauche. Im multivariaten Fall, also wenn ich nicht nur eine Dimension habe oder nicht nur ein Merkmal, sondern zwei oder drei oder vier oder viele, dann habe ich eine multivariate Gauss-Verteilung, die auch wieder Müs und Mittelwerte haben. Also stellen Sie sich vor, jetzt anstelle einer Gauss-Verteilung habe ich jetzt so einen Hut. Und der hat natürlich auch einen Mittelwert. Diese Gauss-Glocke, die ich dann habe, stellen Sie sich eine Glocke vor, die hat auch einen Mittelwert, die ich natürlich jetzt im zweidimensionalen oder im n-dimensionalen Raum verrücken kann oder verschieben kann. Und dieser Mittelwert dieser Gauss-Glocke, den sehen wir hier wieder als μ, aber in diesem Fall mit einem Pfeil oben drüber, nämlich einen Mittelwertvektor, der mir sagt, in meinem multidimensionalen Raum liegt der Mittelwert dieser Mittelpunkt dieser Gauss-Glocke hier an einem bestimmten Punkt im n-dimensionalen Raum. Was wir jetzt aber dann noch haben, ist anstelle von dem Sigma haben wir dieses Sigma minus 1, Groß-Sigma geschrieben. Und das ist jetzt nur was anderes, das ist die sogenannte Kovarianz-Matrix. Und warum Matrix und warum nicht einfach auch hier die Dicke der Glocke? Und wenn wir uns das einfach schon mal intuitiv vorstellen, eine Glocke ist so ein rundes Ding, denken wir erstmal nur am zweidimensionalen Raum. Ja? Also n-dimensionale Räume sind in der Regel schwierig sich vorzustellen. Aus dem Grunde stellen wir uns das erstmal als zweidimensional vor. Wir haben also eine Glocke, die sieht aus wie ein Hut und die hat also einen Mittelwert. Und dann hat sie natürlich eine Dicke. Wie dick ist dieser Hut? Wie dick ist diese Glocke? Und die Breite dieser Glocke wäre sozusagen die Varianz in alle Richtungen. Aber wir haben jetzt noch ein zusätzliches Problem, dass eine Glocke nicht immer rund sein muss. Sie kann also aussehen wie so ein Tropenhelm oder ein diese alten Hüte, die früher Beamten getragen haben. Ja, das wären also so, ups, fällt gleich alles ab. Das heißt, ich habe also hier einen Hut, der so eine Glocke hat, aber auf der anderen Seite ist sie ganz eng. Das heißt, meine Glocken müssen nicht notwendigerweise rund aussehen, sondern sie können durchaus gestreckt sein oder gequetscht. Und im statistischen Fall als Klassifikatoren oder Klassifikationsansätze können natürlich die Verteilungen, die klassenbedingten Wahrscheinlichkeitsverteilungen, durchaus auch Verteilungen haben, die nicht mehr rund sind, sondern gestreckt sind. Nun, was bedeutet das? Wenn ich eine Gauss-Verteilung habe, die ja eine klassenbedingte Wahrscheinlichkeitsverteilung ausdrückt, für ein Klassifikationsproblem, jetzt sagen wir mal nur zweidimensional, und meine Merkmale sind Alter und Einkommen. Und die Glocke sieht jetzt nicht mehr rund aus, sondern sie ist so ein bisschen gestreckt in die Richtung von beiden Alter und Einkommen. Was würde das aussagen?
Nun, die Aussage dahinter ist, wenn die Glocke so gestreckt ist, dass es bedeutet, je älter die Leute sind, umso mehr Einkommen haben sie. Das heißt, wenn also meine Merkmale korreliert sind und ich sage, sie sind nicht mehr völlig statistisch unabhängig, denn ältere Leute verdienen mehr als jüngere Leute, vielleicht, vielleicht auch nicht, dann würde meine Verteilung auch anders aussehen. Sie ist dann nicht mehr unabhängig schön rund, sondern ich habe dann sogenannte Korrelationen zwischen den Wahrscheinlichkeiten zwischen den Merkmalen oder den Dimensionen meiner Verteilung. Und diese Korrelation muss ich mitmodellieren, denn sie drücken ja unterschiedliche Informationsinhalte aus. Das heißt, wenn ich ein Merkmal habe, das unabhängig von dem anderen ist, dann kann ich die auch unabhängig betrachten. Wenn die aber miteinander korreliert sind, dann sagen sie eigentlich, dann haben sie weniger Aussagekraft, weil sie ja ähnlich, weil sie in ihrem Informationsinhalt überlappen. Nun, im Extremfall zum Beispiel, wenn sie ein Merkmal wählen, das wirklich identisch ist als das andere, nur weil sie nicht gemerkt haben, dass sie dasselbe messen. In dem einen messen sie Länge in Meter und im anderen messen sie Länge in Zentimeter. Und es ist aber dasselbe. Dann hätten sie hundertprozentige Korrelation, komplette Überlappung und dann sind wir uns alle einig, dass da zwei Merkmale reinzusetzen nicht sinnvoll ist und dann sollte man vielleicht die entweder halbieren oder irgendwas machen oder eins rauswerfen. Denn zu viele Merkmale, die keine zusätzliche Information liefern, sind hier nicht nützlich. Nun, wie wir sehen, ist aus diesem Grunde dann dieses in diesem Ausdruck das Ganze dann auch eine Kovarianzmatrix. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur noch Varianzen, Breiten dieser Glocke, sondern Kovarianzen, die mir also sagen, wie die eine mit der anderen jeweils kovariiert. Das heißt, wir haben also hier mit einer Matrix zu tun. Und wenn wir jetzt das einsetzen in die Formulierung der Base-Klassifikation und jetzt uns eine klassenbedingte hier logarithmieren, dann sehen wir, wenn wir den Logarithmus hier ziehen, kommt das runter. Und wir bekommen also hier diesen Ausdruck minus dem logarithmiert. Und dann haben wir am Ende natürlich noch den Logarithmus der a priori Wahrscheinlichkeit aus der Base-Formulierung. Nun interessant hier an diesem Ausdruck ist besonders dieser hier, der nennt sich Mahalanobis-Distanz. Was der sagt, ist, dass wir als Diskriminierungsfunktion einen Ausdruck haben, der hier x minus μ mal der Inversen der Kovarianzmatrix mal x minus μ drin hat. Nun, dieses x minus μ oder dieser ganze Ausdruck macht eigentlich sehr viel Sinn, denn wir benutzen das Ganze ja nachher als eine Diskriminierungsfunktion. Wir wollen schauen, wenn ich ein unbekanntes Beispiel habe, ein unbekanntes Beispiel, und ich will das klassifizieren, und ich möchte schauen, zu welcher Klasse gehört das, was ist also die Klasse mit der größten Wahrscheinlichkeit. Dann, was dieser Ausdruck aussagt, ist, wenn ich mein unbekanntes Token, meinen unbekannten Vektor x versuche zu klassifizieren, dann, was ich hier zunächst mal durchführe, ist die Distanz von diesem unbekannten Vektor vom Mittelvektor. Und wenn meine Kovarianzmatrix jetzt 1 wäre, also nehmen wir mal an, wir hätten eine Diagonalmatrix mit allen Werten 1, einfache, schöne, runde Glocken, dann würde aus diesem Ausdruck herauskommen x minus μ Quadrat. Und das können wir interpretieren. Das bedeutet nichts anderes als schöne, runde Glocken. Ich habe einen neuen Punkt hier und jetzt sage ich x minus μ. μ ist der Mittelwert zu der Glocke oder der Mittelwert zu der Glocke. Und was ich jetzt eigentlich mache, ich bestimme die Vektordifferenz zwischen meinem unbekannten Wert und dem Mittelwert der einen Glocke und dem unbekannten Wert und dem Mittelwert der anderen Glocke. Und dann bestimme ich, habe ich zwei Werte, die mir dann ausdrücken, die Distanz von diesem Unbekannten zur einen Glocke oder die Distanz zur zweiten Glocke. Das heißt, ich habe ein Distanzmaß. Und x minus μ Quadrat wäre die euklidische Distanz zu den Mittelwerten der unterschiedlichen Klassen. Das heißt, ich bekomme also hier wenn wir das Sigma ignorieren, die euklidische Distanz zu den Mittelwerten. Das heißt, ich hätte ein Distanzmaß und dieses Distanzmaß ist in der Tat eigentlich ein ganz guter Klassifikator, wenn ich mir das so vorstelle. Wenn ich annehme, dass das alles Glocken sind und dass die alle eine Kovarianzmatrix von 1 haben, dann ist eine euklidische Distanz in der Tat ein gutes Maß für die Klassenzugehörigkeit. Okay? Ich hoffe, das hat jeder verstanden.
Wenn nun die Glocke nicht, wenn die Merkmale nicht statistisch unabhängig sind und daher kovariieren, habe ich in meiner Kovarianzmatrix Kovarianzen, das heißt, ich habe Werte nicht nur entlang der Diagonalen, sondern auch in den off-diagonal terms, also in den Termen, die an der Matrix eben, also meine Matrix sieht dann so aus. Ich habe also hier Sigma 1,1 Quadrat, Sigma n Quadrat. Und dann habe ich hier andere Terme nebenher. So sieht das aus. Das heißt, ich habe also hier Varianzen entlang der Diagonalen. Das sind sozusagen die Varianzen der jeweiligen Dimension. Aber dann habe ich auch noch Kovarianzen, die mir sagen, wie die eine Dimension mit der anderen kovariiert. Wenn ich jetzt die Inverse hier vorziehe, ist das sozusagen ein Normieren durch die Kovarianzmatrix, die, wenn diese Terme nicht null sind, bedeutet das, dass wir Kovarianzen zwischen den Dimensionen haben und dass ich die in die Distanz mit reinberechnen muss. Dieses Distanzmaß, wie gesagt, nennt sich Mahler-Nobis-Distanz, und die Mahler-Nobis-Distanz rechnet diese Kovarianzen mit rein, sodass eine Distanz in Richtung von Dimensionen, die miteinander kovariieren, entsprechend anders gewichtet wird als Distanzen in die Richtung von Merkmalen, die unabhängig sind. Das ist also schon mal sehr wichtig zu beobachten, dass was hier die Kovarianzmatrix tut, ist eigentlich was Elegantes, nämlich ich muss mir jetzt nicht unbedingt Sorgen machen. Also in der Praxis bedeutet das, wenn ich jetzt nun ein neues Merkmal habe und weiß nicht so richtig, ob das kovariiert, ist Schuhgröße mit Einkommen korreliert. Keine Ahnung. Haben Sie da eine Intuition zu? Ich nicht. Schuhgröße und Einkommen, keine Ahnung. Das heißt, wir machen das statistisch. Wir sammeln viele Daten und sagen, okay, Schuhgröße, Alter, Einkommen, sind alles mal Merkmale. Und wenn ich jetzt nicht weiß, ob die kovariieren oder nicht, ist das eigentlich auch egal. In diesem Falle kann ich eine Kovarianzmatrix berechnen. Und wenn die tatsächlich korrelieren sollte, macht mein Distanzmaß schon das Richtige, dadurch, dass es kovariierende oder korrelierende Dimensionen auch entsprechend normiert. Das ist also sehr elegant und sehr schön an dieser ganzen Betrachtungsweise. Nun sehen wir also hier zum Beispiel auch ein Beispiel von solchen kovariierenden Räumen. Also wir haben hier zum Beispiel so einen Tropenhelm, wo die eine und die andere Dimension tatsächlich Kovarianzen oder Korrelationen aufweisen. Wir sehen hier an diesem anderen grafischen Beispiel, dass intuitiv schon, wenn wir also Daten haben, die definitiv miteinander kovariieren zwischen F1 und F2, dass natürlich die Distanzverhältnisse hier Unterschiedliches ausdrücken würden, je nachdem, in welcher Richtung ich jetzt versuche, die Klassen voneinander zu trennen. Also daher reicht es nicht nur, den Mittelpunkt zu finden, sondern ich muss schon wissen, in welche Richtung die ganze Sache geht. Und aus dem Grunde sind hier die Kovarianzen interessant und nützlich. Nun, was wir jetzt nicht besprochen haben, ist, wie wir überhaupt den Mittelwert und die Kovarianzen bestimmen. Das heißt, den Mittelwert und den Kovarianzmatrix müssen wir berechnen. Und dafür brauchen wir also eine Formel, die das tut. Und der erste Schritt davon, die Mittelwerte zu bestimmen, ist relativ einfach und einsichtig. Ich nehme meine Trainingsdaten her und sage, für Klasse 1, für Klasse 2, für Klasse 3 bestimme erstmal den Mittelpunktsvektor oder den Mittelwert. Das ist ganz einfach. Ich nehme also für eine bestimmte Klasse alle Merkmale her, alle Merkmalsvektoren her, also sagen wir mal für die Klasse der Kreditwürdigen nehme ich jetzt nun alle meine Merkmale her, Alter, Einkommen und so weiter, und summiere die auf und teile durch die Zahl der Daten, die ich für die Klasse habe. Das heißt, den Durchschnitt bilden. Also ich nehme alle Vektoren und bilde den Durchschnitt, und das wäre mein Mittelwertsvektor μi. Die Kovarianzmatrix ist ein bisschen komplizierter, aber sie ist auch einfach zu berechnen. Wenn ich die Mittelwerte habe für die unterschiedlichen Klassen, dann kann ich die Kovarianzmatrix so berechnen, dass ich alle Daten in meinen Trainingsdaten für die Klasse, also ich nehme jetzt wieder alle Kreditwürdigen her und nehme mir alle Trainingsdaten her
subtrahiere davon den Mittelwert in dieser Klasse und summiere und multipliziere die mal der Differenz zwischen dem, diesem Datenpunkt und dem Mittelwertsvektor transponiert und ich wiederhole das für alle Daten in meiner Trainingsdatenbasis und teile durch n. Nun, vielleicht ist dem einen oder anderen nicht klar, ich habe das auch in Neuro gesagt, wenn man es zum ersten Mal sieht, verwirrt einen die Formel, weil man sich vorstellt, Moment, x minus μ gibt mir einen Differenzvektor und dann multipliziere ich einen Vektor mit einem Vektor und was passiert da? Kommt da nicht ein Skalar raus? Nein, kommt in diesem Fall nicht ein Skalar raus, weil wir hier den Transponierten hinten haben. Das heißt, je nachdem, in welcher Reihenfolge Sie diese Vektoren oder transponiert oder nicht transponiert, kommt entweder ein Skalar raus, aber wenn Sie den Differenzvektor mal den Differenzvektor transponiert berechnen, kommt eine Matrix raus. Wem das nicht klar ist, zu Hause mal machen. Also Sie alle wissen, wie man Matrizen miteinander multipliziert und Vektoren multipliziert und Sie wissen Spalte mal das und so. Ja, aber das haben Sie in der Schule gelernt. Das müssen wir hier nicht vormachen. Machen Sie das mal. Also in dieser Formulierung kommt hier eine Matrix raus und das ist die Kovarianzmatrix. Nun, in der Regel haben wir natürlich keine schönen Glocken, sondern wir haben tatsächliche Scatterplots. Wir sammeln Daten und dann sind diese Daten in meinem Raum entsprechend verteilt, dadurch, dass ich jetzt Punkte habe. Nun, wenn ich, und hier kommt das nochmal mit der parametrischen Annahme, wenn ich nun diese Glocken so, meine Daten so habe, dann muss ich erstmal diese Annahme machen, die Daten sind Gauss verteilt. Und wenn sie Gauss verteilt sind, dann sehe ich, dass ich hier so eine Glocke über die Daten drüberlegen kann und dann die ganze Glocke mit den Parametern Sigma, also der Kovarianzmatrix im Mittelwert, dann diese Glocke beschreiben kann. Ich kann also beschreiben, Mittelwert geht hier hin und dann habe ich also Varianzen in diese beiden Richtungen und Kovarianzen, wie man hier sieht, weil die Glocke gestreckt ist. Nun, wenn wir das einsetzen in den Gauss-Klassifikator, also jetzt wieder versuchen zu berechnen, wo sind die Entscheidungsebenen, wenn ich zwei Glocken habe, die beide Gauss verteilt sind? Also ich habe zwei Gauss verteilte Klassen, die möglicherweise gestreckt sind. Also wir haben nicht gesagt, ob die Daten kovariieren oder nicht. Dann, wie sehen dann die Trennlinien aus? Wir haben hier oben zum Beispiel einen Fall, wo die wir zwei Glocken haben, deren Merkmale offensichtlich voneinander unkorreliert sind. Und das sind schöne runde Klassen, bei denen die schöne runde Verteilungen, bei denen die beiden Dimensionen gleich, die Varianzen in beide Richtungen gleich groß sind und wir offensichtlich keine Kovarianzen zwischen diesen beiden Merkmalen haben. Und hier auch. Nur dass die Varianz in der zweiten Klasse etwas kleiner ist als die Varianz in der ersten Klasse. Das heißt, wir haben keine Kovarianzen, wir hätten also hier auf Diagonals, die null sind, aber wir haben dann die eine Varianz größer als die andere. Und wie sieht dann die Trennlinie aus zwischen den beiden? Wir haben dann also praktisch die Situation so, dass wir eine dicke Glocke haben und eine kleine und die eine durchsticht die andere. Das heißt, wir haben dann eine Trennlinie zwischen den beiden Glocken, die dann so kreisförmig aussieht. Wenn die nun unterschiedliche Varianzen haben in die beiden Richtungen, wie wir das hier sehen, dann kommen hier Ellipsen bei raus. Wir können dann auch solche Mischformen hier haben und so weiter. Dann bekommen wir hier Parabeln raus, hier auch Parabeln und hier Linien. Nun, das, was man zeigen kann, wenn Sie das mathematisch durchrechnen, ist, dass bei der Gauss-Verteilung uns zunächst mal wichtig ist, was für eine Art von Klassifikationstrennlinie bekommen wir hier. Und das Ergebnis ist, dass wir in allen Fällen zunächst mal nicht lineare Klassifikatoren haben. Das sind also keine Trennlinien mehr, außer in diesem Falle. Aber in all diesen Fällen haben wir nicht lineare Trennlinien oder Regionen, also Ellipsen, Kreisen, Parabeln. Das heißt, sie haben alle eine quadratische Form. Und das ist das Zweite. Sie sind nicht linear, aber sie sind nicht beliebig. Das heißt, wir haben nicht lineare Trennlinien zwischen den Klassen, die aber alle eine quadratische Form haben. Kreise, Ellipsen, Parabeln.
Das heißt, wir können aber auf diese mit einem Gauss-Klassifikator nicht beliebige Trennlinien uns vorstellen. Also das heißt, wir haben nicht die Möglichkeit, zum Beispiel eine Trennlinie uns vorzustellen, die so aussieht. Sowas wäre in diesem Fall nicht möglich. Das andere, was auch nicht möglich ist, und zwar in diesem Falle, weil die Trennlinien nur quadratisch sind, das heißt, wir können keine beliebigen Trennlinien reinzeichnen. Und schlimmer noch, was wir auch nicht können, ist hier multimodale Verteilungen gut zu modellieren. Das heißt, wenn ich jetzt eine Verteilung habe für Omega 1, die so aussieht, und eine Verteilung, die so aussieht, dann sehen wir, dass wir da Fehler machen werden, weil die erste Verteilung, wenn wir die als Gauss-Glocke modellieren, dann wäre über die Punkte, die wir hier gesehen haben, vermutlich die Verteilung irgendwie so. Das heißt, wenn wir eine multimodale Verteilung tatsächlich, die tatsächlich in den Daten vorliegt, modellieren mit einer einzelnen Gauss-Glocke, dann bekommen wir natürlich hier Verzerrungen. Das nicht gut gemalt. Sah schon eher Poisson verteilt aus. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier eine Gauss-Glocke und wenn wir eine multimodale Verteilung mit einer Gauss-Glocke versuchen zu matchen oder abzupassen, dann sehen wir, dass wir da Fehler bekommen und dann entsprechend natürlich auch der Threshold oder die Entscheidung zwischen den Klassen sich verschiebt und damit auch falsch ist. Das heißt, wir machen dann mehr Fehler, unser Erkenner funktioniert dann nicht mehr so gut. Das heißt, eine parametrische Form hat inhärent das Problem, dass wir eine Annahme machen, dass die Daten tatsächlich nach dieser parametrischen Form verteilt sind. Und wenn das nicht richtig ist, dann werden wir dann auch im Klassifikator Fehler machen. Nun, schön an diesem Gauss-Ding ist es, dass es nicht nur linear ist, aber wie gesagt auch nicht beliebige Trennlinien, wie wir hier gesehen haben. Okay, also hier ist genau das, was wir hier gerade beschrieben haben. Okay, das nächste Problem, Merkmale. Was machen wir mit den Merkmalen? Wie identifizieren wir Merkmale, die nützlich sind? Sollen wir die jetzt selektieren? Sollen wir beliebige Merkmale nehmen? Ist es mehr besser? Das, was uns jetzt die Betrachtung mit der Kovarianzmatrix hat uns ja gezeigt, dass wenn ich sage, okay, Gewicht, Alter, Schuhgröße, ich weiß jetzt nicht, ob Schuhgröße und Alter und Gewicht. Vielleicht ist Gewicht und Schuhgröße korreliert, ich weiß es aber nicht richtig und ich sage mir einfach, ach, leg's einfach mal rein, ist ja egal, die Kovarianzmatrix rechnet das schon wieder raus und wird schon alles gut gehen. Wenn wir einfach mehr Merkmale haben, die möglicherweise zusätzliche Information, auch wenn sie etwas korreliert ist, aber trotzdem zusätzliche Information liefert, dann ist es sicher gut, ein neues Feature dazu zu führen, denn es liefert mir ja zusätzliche Information. Ist es daher gut, einfach mehr Features dazuzufügen? Denn der Klassifikator wird das ja automatisch ignorieren. Die Antwort ist leider nein. So schön ist die Welt dann doch wieder nicht. Und das ist dieser Fluch der Dimensionalität oder Curse of Dimensionality. Nämlich, dass ich, je mehr Features ich benutze, umso schlechter ich tatsächlich meine Verteilungen schätze. Warum? Weil ich meistens begrenzte Daten habe. Das heißt, wenn ich eine Datenbasis habe zum Trainieren, die limitiert ist, die ich nicht verändere und ich füge jetzt Merkmale hinzu, dann wird mein Raum ja multidimensionaler. Also wenn ich drei Merkmale habe, ich füge ein viertes dazu, habe ich jetzt nicht einen dreidimensionalen Raum, sondern einen vierdimensionalen Raum. Aber ich habe immer noch dieselbe Zahl an Trainingsdatenpunkten. Das heißt, die Zahl meiner Trainingsdatenwerte ist dieselbe geblieben. Das heißt, von einem dreidimensionalen auf einen vierdimensionalen Raum bedeutet, dass mein vierdimensionaler Raum jetzt dünner abgetastet oder dünner repräsentiert ist. Ich habe also pro Volumen oder pro Größe meines Raums weniger Daten und daher kann ich diesen Raum dann auch besser, schlechter schätzen. Also die Darstellung meiner Verteilungen wird dann schwieriger, weil ich möglicherweise nicht mehr repräsentativ in diesem hochdimensionalen Raum meine Verteilungen darstelle. Und dass das wirklich ein Problem ist, zeigt sich dann auch in den Klassifikationsergebnissen. Also wenn Sie einfach wahllos Merkmale dazufügen, dann sehen Sie sehr schnell, dass Sie zwar auf den Trainingsdaten immer noch genauso gut sind, vielleicht sogar besser,
Aber sobald Sie dann unabhängige Testdaten hernehmen und auf diesen Testdaten dann den Test durchzuführen, dann stellen wir recht schnell fest, dass unser Ergebnis tatsächlich schlechter wird durch Hinzufügen mehr Daten, von mehr Dimensionen. Das heißt, es lohnt sich, darüber nachzudenken, was wirklich nützliche Features sind oder Merkmale, oder zu versuchen, die Dimensionalität auch zu wieder reduzieren. Das heißt, ich kann mir neue Features überlegen, aber muss dann immer gucken, wie ich jetzt nun die Dimensionalität meines Raumes wieder reduziere. Nun, in der einen Weise kann ich das dadurch tun, dass ich mir einfach erstmal, so gut es geht, unkorrelierte Merkmale überlege. Das heißt, Merkmale, die wirklich zusätzliche Informationen, komplett zusätzliche Informationen liefern. In statistischer Schreibweise sagen wir, die statistisch unkorreliert sind oder statistisch unabhängig. Das ist gut, aber wenn ich es nicht richtig entscheiden kann, wie Schuhgröße und Gewicht meinetwegen, dann und möchte das doch irgendwie mit einführen in meine Beobachtung, dann möchte ich vielleicht versuchen, eine automatische Methode zu finden, die mir die Dimensionalität wieder reduziert. Und ein Ansatz dazu, da gibt es mehrere Ansätze, wir werden also diesen Ansatz kennenlernen, es gibt aber auch neuronale Netzansätze dazu, aber der klassischste davon ist der sogenannte Hauptachsentransformation, in der wir das Ganze reduzieren auf die Hauptachsen. Also wir sehen, dass manche, wir haben das auch in Neuro besprochen, das ist, überlappt sich jetzt leider, aber ist wichtig, dass wir das kennengelernt haben. Nun, die Technik dazu ist, dass man eben schaut, wie die Daten verteilt sind. Und was uns hier interessiert, ist, die Hauptachsen zu finden, denn wenn wir also Punkte haben, die miteinander korrelieren, dann will ich den Raum erstmal so rotieren, dass die unabhängigen Achsen voneinander dekorreliert sind. Also wenn ich Alter, Schuhgröße und Gewicht zum Beispiel hernehme, dann kann ich vielleicht feststellen, dass Schuhgröße und Gewicht korreliert sind. Das heißt, wir schauen dann, dass wir dann hier so unterschiedliche Verteilungen haben, aber wir sehen, die sind jeweils miteinander korreliert. Nun kann ich dann sehen, wie wäre es denn, wenn ich einen neuen Raum aufspanne, der in die Richtung der Hauptachsen geht. Das heißt, ich spanne mir jetzt einen neuen Raum auf, der diese erste Richtung der Varianz hat und die zweite. Und das tue ich durch eine Hauptachsenrotation. Das heißt, ich nehme diese Achsen und rotiere in diese Richtung. Und dann bekomme ich etwas, was so aussieht. Und jetzt sind also meine Dimensionen voneinander unkorreliert. Ich habe also die Korrelation entfernt. Und jetzt kann ich mir überlegen, wenn ich in dieser Richtung viel Varianz sehe und in diese recht wenig, dann könnte ich ja sagen, aha, in dieser kombinierten, dekorrelierten Form habe ich jetzt also die eine Richtung, ist nicht mehr so wichtig, die eliminiere ich oder die nehme ich heraus. Das heißt, ich eliminiere einfach die. Das heißt, ich nehme diese Dimension raus. Okay, für die gehen, weil sie das schon in Neuro gesehen haben, wir kommen dann aber gleich kein Problem. Wir kommen aber nur auf Riskanalyse, was dann leider nicht in Neuro vorkommt. Also, sorry, gibt ja hier viel Überlappung jetzt am Anfang. Das heißt, diese Dimensionalitätsreduktion wird so gemacht, dass wir eben die eine Hauptachse wegnehmen, deren Varianz klein ist. Das ist also eine, was man bei Hauptachsentransformation oder Principal Component Analysis tut, ist, dass ich das rotiere in Richtung der Hauptachsen und dann die Dimensionen wegnehme, deren Varianz die kleine ist. Unter der Annahme, wenn dann sich nicht viel bewegt, dann ist das vielleicht nicht besonders informativ und daher kann ich es weglassen. In der Tat, also zunächst mal zwei Beobachtungen. Das eine ist, das hilft tatsächlich. Also Sie können durch Hauptachsentransformation den Raum einer Datenverteilung reduzieren, die Dimensionalität reduzieren und damit mit diesen neuen, mit den Verteilungen, die jetzt weniger Dimensionen haben, Klassifikatoren bauen, die tatsächlich auf Testdaten besser funktionieren. Es funktioniert fast immer besser. Und das ist genau aus dem Grunde, dass die Schätzungen auf hoher dimensionalen Räumen nicht so gut sind, als wenn ich das reduziert habe auf weniger Dimensionen. Das Einzige, was hier natürlich nicht so toll ist, ist, diese Reduktion der
Dimensionalität dadurch erreichen, dass wir die Achse mit der kleinsten Varianz wegnehmen. Und das muss nicht immer richtig sein. Das kann durchaus sein, dass wir eine kleine Varianz haben, die aber durchaus sehr informativ für die Klassifikation ist. Und dadurch, dass wir sie wegnehmen, haben wir dann diese Information nicht mehr drin. Es gibt daher also auch andere Ansätze, die Dimensionalitätsreduktion herführen, die das aber nicht in unüberwachter Form tun, wie wir das hier tun, durch Beobachtung der Varianzen oder Betrachtung der Varianzen, sondern tatsächlich unter Einbezug der Klassifikation, die wir versuchen durchzuführen. Beispiele für sie ist die sogenannte LDA, bei der man das versucht linear zu tun, oder wie wir später kennenlernen, durch Autoencoder bei den neuronalen Netzen. Bei den neuronalen Netzen können wir durchaus Netze trainieren, die einen Code entwickeln, aber wir tun das im Zusammenhang einer Klassifikation. Da kommen wir aber noch drauf zu sprechen. Halten Sie also das mal im Hinterkopf, dass Dimensionalitätsreduktion gut ist und dass wir das Extrahieren von reduzierten Räumen in verschiedenen linearen und nichtlinearen Varianten durchführen können. Okay, also der klassische Ansatz ist, das mit Varianz zu tun. Und wie mache ich das? Mathematisch gesehen möchte ich im Detail nicht besprechen, aber der Ansatz, diese Hauptachsentransformation zu tun, ist eigentlich recht einfach. Und zwar sind das die Eigenvektoren und die Eigenwerte. Das haben Sie sicher irgendwo schon gesehen in der Mathematik. Das heißt, die Hauptachsenrotation tut man durch eine Matrix, die aus den Eigenvektoren besteht. Und nachdem Sie es rotiert haben, haben Sie dann eine Kovarianzmatrix, die nur noch Terme auf der Diagonale hat, wo also alle oft diagonals null sind. Und weil Sie jetzt nur die Varianzen auf der Diagonale haben, das sind dann die Eigenwerte, und die Eigenwerte sind dann die Varianzen, mit denen Sie dann die Reduktion der Dimensionalität durchführen. Das heißt, mit den Eigenvektoren und den Eigenwerten können Sie diese Hauptachsentransformation durchführen. Die Varianzen sind dann Ihre Eigenwerte, und auf diese Weise können Sie dann die Dimensionalität reduzieren. Das tut man tatsächlich. Man baut große Räume auf, berechnet die Eigenvektoren und die Eigenwerte, rotiert den Raum, schaut sich an, wie groß die Eigenwerte sind, und kappt dann die Dimensionen ab, die hier nicht besonders ins Gewicht fallen. Okay, gut. Verlassen wir das. Das ist also ein klassischer Ansatz, den Sie gesehen haben sollten. Ein anderer ist sogenannte Risk Analysis oder Risikobetrachtung. Bei der Risikobetrachtung haben wir es hier mit einer anderen Schwierigkeit zu tun, nämlich dass Wahrscheinlichkeit nicht unbedingt das einzige Maß der Güte meiner Klassifikation sind. In vielen Aufgaben ist es nicht unbedingt wichtig, nur die Wahrscheinlichkeit richtig zu sein, zu optimieren, sondern mit jeder Klasse ist möglicherweise ein Risiko behaftet. Denken Sie an bestimmten Versorgungen in der Medizin. Also wenn Sie, was weiß ich, einen Klassifikator bauen, um festzustellen, ob jemand Krebs hat oder nicht, dann wollen Sie, wir haben ja immer zwei Arten von Fehler. Was ist, wenn ich Krebs festgestellt habe und es war keiner, oder Sie haben nicht Krebs festgestellt und der hatte Krebs? Was ist denn riskanter oder was ist denn schlimmer? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es schlimmer ist zu sagen, hat nicht Krebs und er hatte ihn tatsächlich, weil dann haben Sie keine Behandlung und die Person stirbt möglicherweise. Das heißt, das Risiko des Todes ist wahrscheinlich größer als das der Kosten. Obwohl, hier kommen wir natürlich in ethische Fragen. Das wird meistens nicht betrachtet, aber es ist tatsächlich so, dass es doch betrachtet wird, denn ihre Versicherungen und so weiter, die haben natürlich auch irgendwo Interesse, dass man es nicht ins Beliebige wachsen lässt. Das heißt, wir haben dann tatsächlich da auch Risikoanalysen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Falschentscheidung treffe? Und wie riskant ist das? Wie teuer ist das? Wie lebensbedrohlich ist das? Und so weiter. Das heißt, ich muss also meine Annahmen irgendwo reinbauen, wie ich versuche, das Risiko zu minimieren, anstelle nur die Wahrscheinlichkeit des Fehlers zu minimieren. Nun können wir das machen, können das tun, dadurch, dass wir eine Risikofunktion definieren. Das tun wir dadurch, dass wir anstelle einfach nur noch Klassen zu definieren, dass wir differenzieren zwischen Zuständen der Natur
und dann die möglichen Aktionen, die wir durchführen können. Das heißt, wir definieren jetzt nicht nur die Wahrscheinlichkeit, anstelle einer Wahrscheinlichkeit definieren wir eine Verlustfunktion. Das heißt, unsere Wahrscheinlichkeit des Fehlers ist jetzt nicht das prioritäre Ziel, sondern wir versuchen, eine Verlustfunktion zu minimieren, die dann natürlich das Risiko enthält. Also meine Verlustfunktion ist der Verlust, eine Aktion Alpha durchzuführen, gegeben, dass es der Zustand Omega J ist. Stellen Sie sich also das Omega J vor als die Klasse, die ich klassifiziert habe, aber dann führe ich eine Aktion durch. Also wie wahrscheinlich ist es, dass es Krebs war und jetzt dann meine Aktion, ich führe jetzt eine zweite Analyse durch oder ich führe eine medizinische Behandlung durch und so weiter. Bei unserem Bankenbeispiel kommt jemand rein und sagt, ich will 1 Million Euro borgen. Was kostet jetzt die Bank mehr, dass sie 100 Euro verliert an Zinsen oder dass sie 1 Million Euro verliert, weil die Person durchbrennt? Die Millionen Euro, die sie verliert haben, sind wahrscheinlich teurer als die 100 Euro, die sie an Zinsen verlieren. Das heißt, auch hier müssen wir dann sagen, vielleicht sollte ich ein bisschen konservativer vorgehen. Das heißt, ich will dann tatsächlich etwas risikoaverser sein und dann vielleicht, wenn auch etwas sicher ist. Also mein Beispiel ist, ich mit meiner Kreditkarte, wenn ich eine neue Kreditkarte habe, wird die immer wieder gesperrt am Anfang, weil der Kreditkartenanbieter noch nicht genügend Erfahrung mit dem Kunden hat. Und ich reise sehr viel, bin ständig in Deutschland und USA unterwegs. Das heißt, ich fange in den USA an und schwupp, bin ich plötzlich am Frankfurter Flughafen und meine Kreditkarte wird gesperrt. Weil sie wissen zwar, was weiß ich, von all den Merkmalen, die wir haben, bin ich eigentlich kein furchtbares Risiko. Das heißt, wahrscheinlich ist die Entscheidung kreditwürdig doch da. Aber wegen der Risiko, was auch immer, ist man dann lieber erstmal konservativ. Denn das zwingt mich dann anzurufen und sagen, das heißt, man verstimmt den Kunden lieber, als dass man Geld verliert. So ist so ein bisschen die. Okay, aber hier komme ich ins Schimpfen über Kreditkartenfirmen. Gut, wir müssen also dann den Verlust betrachten, das Risiko, das ist auch ist für die Bank oder für das Krankenhaus, für den Anwender natürlich das, was ultimativ entscheidend ist, nicht unbedingt die Wahrscheinlichkeit der Fehlerkennung. Und jetzt müssen wir das also einführen. Wir haben also dieses Lambda, das ist der Verlust meiner Aktion, gegeben der Zustand. Und dann haben wir auch die A-posteriori-Wahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich die jeweilige Klasse ist, kreditwürdig, nicht kreditwürdig, Krankheit oder nicht Krankheit, die ich dann auch wieder nach Bayes ausdrücken kann, wie gehabt. Jetzt kann ich den erwarteten Verlust mir dann daher anschauen, den Expected Loss of Taking Action Alpha. Das ist also der erwartete Verlust, wenn ich eine bestimmte Aktion Alpha durchführe. Und diesen Erwartungswert kann ich jetzt nun berechnen durch die Lambdas mal der A-posteriori-Wahrscheinlichkeit. Das heißt, meine Wahrscheinlichkeit in der Klasse Omega J zu sein, gegeben meine Beobachtung, mal dem Verlust, wenn ich die Aktion Alpha durchführe, gegeben diese Klasse Omega J. Und das muss ich jetzt nun aufsummieren über alle Omega J, denn ich will ja bestimmen, wie groß mein Risiko einer Aktion I ist, gegeben die Beobachtung. Wie teuer ist es, wenn ich habe meine Merkmale und will jetzt berechnen, wie groß ist mein Risiko, mich für Behandlung zu entscheiden oder nicht für Behandlung oder für Kredit oder nicht Kredit. Und das errechne ich dadurch, dass ich diesen Erwartungswert habe mit dem Verlust der Aktion gegeben die Klasse mal der Wahrscheinlichkeit der Klasse. Und ich summiere das auf über alle Klassen, denn ich kann ja nun für jede Klasse eine Aktion dieselbe Aktion durchführen und die Summe aller dieser über alle diese Klassen ist das, was mich dann interessiert. Also ich wiederhole, mein Expected Loss, mein Vorauserwartungswert des Risikos oder des Verlustes ist dann die Aktion Alpha durchzuführen, gegeben meine Beobachtungen und dass die Summe der Verlustfunktion über alle Klassen mal der Wahrscheinlichkeit der Klassen gegeben die Eingabemerkmale. Okay, nun wollen wir das minimieren. Wir wollen also feststellen, was ist der kleinste erwartete Verlust, wenn ich eine Aktion Alpha I durchführe.
Und das kann ich zumindest mal mir im Zwei-Kategorien-Fall anschauen, nämlich wenn ich jetzt hier Alpha I entscheide und es war die Klasse Omega J oder umgekehrt und als Notation mir das als Lambda IJ erstmal vorstellen, dann bekomme ich einen Ausdruck durch Einsetzen der Verlustfunktion mal der a posteriori-Funktion, bekomme ich Verlust für Aktion 1 gegeben die Merkmale mal dem Lambda 1,1 mal der a posteriori plus Lambda 1,2 mal der a posteriori der zweiten Klasse und für die zweite Klasse, Risiko der zweiten Klasse ist das analog, Lambda 2,1 mal der a posteriori der ersten Klasse, Lambda 2,2 a posteriori der zweiten Klasse. Nun kann ich hier auch wieder dann entscheiden, ich entscheide mich für die Aktion 1, gegeben die Beobachtungen, ich entscheide mich für Omega 1, wenn die Aktion für die Aktion 1 kleiner, der Verlust für die Aktion 1 kleiner ist als der Verlust für die Aktion 2. Okay. Nun, ich entscheide mich also, jetzt setze ich hier wieder den Ausdruck ein, den wir hier vorhin hatten, hier unten. Das heißt, ich bekomme jetzt durch Umformulieren Lambda 2,1 minus Lambda 1,1 mal der a posteriori der ersten Klasse größer als die Differenz der Lambdas mal a posteriori der zweiten Klasse. Und jetzt kann ich hier für die a posteriori wieder einsetzen, die klassenbedingte und die a priori Wahrscheinlichkeit. P von x fällt raus bei der Ungleichung. Das heißt, ich bekomme hier einen neuen Ausdruck, der jetzt die klassenbedingte, die a priori und die Differenz der Verlustfunktionen enthält. Und ich entscheide mich dann für Omega 1, wenn dieser Ausdruck größer ist als dieser Ausdruck. Nun kann ich das umformulieren, also die Lambdas auf die eine Seite bringen und die Klassenbedingten auf die andere. Dann bekomme ich einen Ausdruck, der sich jetzt noch weiter vereinfacht, nämlich dass ich sage, ich entscheide mich für die Klasse Omega 1, wenn die Klassenbedingte für Omega 1 geteilt durch die Klassenbedingte der Omega 2 größer ist als das Verhältnis zwischen Omega 2 und Omega 1 mal diesem Ausdruck, der sich jetzt nur noch aus Verlustfunktionen Lambdas besteht, Differenzen zwischen diesen Lambdas. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Ausdruck, der interessanterweise auf der einen Seite die sogenannte Likelihood Ratio ist, das ist also der Bruch, das Verhältnis zwischen den Klassenbedingten der einen und der Klassenbedingten der zweiten. Und das andere ist ein Ausdruck, der Bruch zwischen den a priori Wahrscheinlichkeiten oder die sogenannten Odds im Englischen ausdrückt, nämlich das Verhältnis zwischen den a priori Wahrscheinlichkeiten unter den beiden Klassen mal diesen Lambdas. Okay, um zu schauen, ob das alles stimmt, versuchen wir mal eine einfache Verlustfunktion und gucken, ob die zum Richtigen führt, nämlich dass ich eine Verlustfunktion einsetze, die sagt, der Verlust ist 0, wenn I gleich J ist, also meine Verlustfunktion für die Aktion I gegeben Omega J, wenn ich also die Aktion I durchführe und es war die Klasse Omega I, also wenn es die Klasse ist, für die ich die Aktion durchführe, dann ist mein Verlust 0, wenn aber auf der anderen Seite ich eine Aktion durchführe, obwohl die Klasse eine andere ist, dann setze ich meinen Verlust auf 1. Wenn ich eine solche Verlustfunktion mir wähle, die so aussieht, dann sollte das einfach gehen und wir schauen uns mal an, was dann passiert. Und wenn wir jetzt diese Risikoanalyse machen und das Risiko für Alpha I der Aktion I einsetzen, gegeben die Merkmalsvektoren, und das wieder umschreiben, wie wir das vorhin gerade gesehen haben, als Verlustfunktion der Aktion I gegeben die Klasse Omega J mal der a posteriori Wahrscheinlichkeit für Omega J über alle J summiert. Dann bekomme ich hier nach der Verlustfunktion die Summe aller a posteriori Wahrscheinlichkeiten für J ungleich I, weil die sind 1 und für der Fall, wo die a posteriori Wahrscheinlichkeit der Klasse Omega J gleich der Aktion, also wo das I gleich J ist, da habe ich einen Verlust von 0. Das heißt, das muss ich nicht in der Summe einbeziehen. Das heißt, ich bekomme jetzt einen Ausdruck der a posteriori, wo ich alle a posteriori Wahrscheinlichkeiten aufaddiere, außer der a posteriori Wahrscheinlichkeit für die Klasse, deren Aktion ich hier durchführe. Anders formuliert ist das dann aber auch 1,
minus der a posteriori Wahrscheinlichkeit dieser Klasse. Okay, das heißt, wir sagen also, die minimale die minimale Verlustfunktion, also das Risiko ist dann minimiert, wenn ich also sage, ich wähle die Klasse I ein, der Erwartungswert meines Risikos ist 1 minus der a posteriori derselben Klasse. Das heißt, wenn wir sagen, um das Risiko zu minimieren, soll ich dann also die Klasse I selektieren, die a posteriori Wahrscheinlichkeit der Klasse Omega I maximiert. Das heißt, ich entscheide mich für die Klasse Omega I als Minimum Risk Classifier die Klasse Omega I, wenn die Klasse Omega I größer ist als alle anderen Klassen, alle anderen Omega J Klassen. Und wenn wir uns das jetzt ausdrücken, nach der ganzen Ableitung, stellen wir fest, wir haben wieder diesen Minimum Error Classifier. Das heißt, mit dieser einfachen Verlustfunktion kommt am Ende raus, dass wir wieder die wahrscheinlichste Klasse wählen. Und das ist natürlich genau, was wir eigentlich haben wollten. Wenn meine Verlustfunktion so einfach ist, dass ich sage, es ist nur ein Fehler, die falsche Klasse zu entscheiden, und es ist nur ein Risiko, wenn ich die falsche Klasse entscheide, und es ist kein Risiko, wenn ich die richtige Klasse entscheide, dann bekomme ich wieder den Minimum Error Classifier, den wir als Base schon kennengelernt haben. Das heißt, wir sehen im trivialen Fall, dass wenn meine Verlustfunktion eigentlich das aussagt, was ein Minimum Error Classifier aussagen sollte, dann bekomme ich auch den Minimum Error Classifier unter Betrachtung dieser Risikominimierung. Das heißt, das Ganze verhält sich also richtig. Und wenn ich jetzt nun Verlustfunktionen auswähle, die nicht nur 0 und 1 sind für die richtige oder falsche Klasse, verschiebt sich das Ganze natürlich und ich bekomme dann einen Ausdruck, der dann entsprechend funktioniert, dass wir das Risiko minimieren, so wie wir das haben wollten. Okay, gut, so, jetzt sind wir mit der Zeit vorbei. Wir werden uns, geben Sie mir noch eine Minute, um wenigstens anzuschneiden, was jetzt als nächstes kommt. Wir haben uns also jetzt angeschaut, Risikominimierung, wir haben uns Base-Klassifikatoren angeschaut, wir haben uns Hauptachsentransformationen und den Raum zu minimieren angeschaut. Jetzt, was uns jetzt noch ärgert an der ganzen Sache oder was wir nicht für gut empfinden, ist die Tatsache, dass wir es jetzt immer noch mit parametrischen Annahmen zu tun haben, wo wir sagten, ich muss jetzt annehmen, dass es Gauss verteilt ist. Wir haben mehrfach gesehen, dass diese Gauss-Annahme ja nun nicht richtig ist. Und wir müssen uns daher damit beschäftigen, wie wir mit Klassifikatoren Klassifikatoren entwickeln, die nichtlineare Trennlinien produzieren können und hoffentlich auch Klassifikatoren, bei denen wir die parametrischen Annahmen gar nicht mehr machen müssen, sondern wo wir das irgendwie direkt an den Daten schätzen können. Nun, zwei klassische Verfahren, die wir uns da anschauen werden, sind die sogenannten Parsenfenster und K-Nearest Neighbor, an denen ich das direkt an den Trainingsdaten tue. Und dann werden wir übergehen auf die neuronalen Netze, die auch nicht lineare Klassifikatoren sind und auch nicht parametrisch sind, aber noch zusätzliche Vorteile rechnerischer Art haben und von der Art der Repräsentationen, die wir suchen für komplizierte künstliche Intelligenzsysteme. Und die zwei Methoden, die wir uns anschauen werden, sind die sogenannten Parsenfenster und K-Nearest von den nichtlinearen, nicht parametrischen Ansätzen. Und die sind so einfach, dass ich das sozusagen in den zwei Folien schnell noch sagen kann. Wir haben so spät angefangen, Leute. Hier ist die Idee, und dann machen wir Schluss. Damit fangen wir beim nächsten Mal an. Beim Parsenfenster sagen wir einfach, ich kenne die Verteilung nicht für meine Klasse und ich will nicht annehmen, dass sie Gauss verteilt ist. Was kann ich da tun, ganz trivialerweise oder ganz einfach, wenn Sie sich die Daten anschauen und so einen Scatterplot von Daten haben und sagen, ich kann nicht annehmen, dass es Gauss verteilt ist und ich will keine komplizierten Sachen machen, dann kann ich ja auf die Idee kommen, mir einfach die Verteilung selber aufzumalen. Ich habe also hier Punkte hier und da Punkte da und dann kann ich vielleicht sagen, okay, das sieht so aus. Und dieses so aussehen ist im Wesentlichen ein Histogramm. Wer weiß, was ein Histogramm ist? Wer weiß nicht, was ein Histogramm ist?
Okay. Sie wissen also, die meisten von Ihnen wissen, was ein Histogramm ist. Das ist, Sie nehmen einen Wertebereich und sagen, Sie zählen, wie oft kommen da Punkte in diesem Wertebereich vor. Und genau das machen wir im Parsenfenster, dass wir sagen, wir zählen einfach, wie oft, wir nehmen uns bestimmte Volumina und bestimmte Raster und zählen, wie viele Punkte da drin vorkommen. Und dann können wir damit eine Datenverteilung ausdrücken. Die zweite Idee, K-Nearest Neighbor, da machen wir das direkt. Da versuchen wir dann den direkten Klassifikator direkt zu schätzen. Nämlich, dass wir sagen, ich habe eine unbekannte Person, deren Kreditwürdigkeit kenne ich nicht. Und jetzt schaue ich mir die Person an, die als Nächste sind, als nächste Nachbarn. Also wir haben jemanden, der ist, was weiß ich, 34 Jahre alt und der hat das Einkommen von so und so viel Euro. Und dann schaue ich mir in meiner Datenbasis nach, welche Personen waren denn so ähnlich. Und dann entscheide ich mich dafür, wie je nachdem, zu welcher Klasse die gehörten, die ich in der Datenbasis hatte. Sehr, sehr einfacher Algorithmus, sehr einfach zu programmieren und tatsächlich sehr leistungsstark. Aber wir werden dann auch sehen, warum wir den alleine auch nicht benutzen wollen. Okay. Also das sind so die zwei nicht parametrischen, eleganten, klassischen Verfahren, die man auch heute noch benutzt. Also die sollten wir schon angeschaut haben. Und das tun wir dann am Anfang der nächsten Vorlesung nochmal und gehen dann rüber auf Perzeptronen und neuronale Netze.